Moin Moin, an einem VW Golf 7 will ich euch zeigen, wie ihr den Kraftstofffilter wechselt. Und zwar ist in meinem Fall die Inspektion fällig, da fällt er mit drunter. Aber auch wenn ihr aus anderen Gründen den Kraftstofffilter mal gewechselt haben wollt, hier ist die Anleitung und ich beginne mal. Hier sitzt mein Kraftstofffilter. Der Deckel muss hier einmal geöffnet werden, dass ich den Kraftstofffilter von innen auswechseln kann. Dazu empfehle ich einen Putzlappen ringsum einzulegen, denn ja, beim Abziehen des Deckels schaut ganz gerne mal etwas Kraftstoff aus, und dass ihr den ganzen Gestank hier nicht im Motorraum habt, ja, einen Putzlappen dazwischen oder dahinter, und dann ist das auf jeden Fall soweit ausgeschlossen. Als nächstes habe ich 1, 2, 3, 4, 5 20er Torx-Schrauben, die einmal alle lösen, und dann kann das Ganze nach oben hin entnommen werden. Ich verwende hier jetzt immer einen Schlitzschraubendreher. Gehe hier vorsichtig rein. Oder man hebelt das Ganze hier ein wenig hoch. Ja, das war einfacher. So. Und da sitzt mein Kraftstofffilter. Den fische ich jetzt einmal vorsichtig heraus. Lass das Ganze noch etwas ablaufen. Nicht komplett. Ansonsten läuft der ganze Dreck wieder mit zurück, das wäre dann auch nicht so toll. So, als nächstes dann den neuen Kraftstofffilter rein positionieren und einmal leicht hereindrücken. Ich mache das lieber mit einem Schraubendreher, muss das nicht unbedingt an den Fingern haben. Ja, ich empfehle immer, die Ränder hier einmal sauber zu putzen. Dann das Ganze schon wieder verschlossen werden. Beim Anziehen ganz wichtig, das Ganze über Kreuz anzuziehen, dass sich das Ganze schön setzt. Erst alles handfest und gleich ziehe ich die noch einmal ordentlich nach. Wer das Ganze hier mit einem Drehmomentschlüssel machen will, ganz oft steht die Drehmomentangabe auch hier auf dem Filter. Ja, in dem Fall sind das 5. Meter, wenn ich das hier noch richtig rauslesen kann. Wie gesagt, ich mache das immer handfest, ist lang immer dicht gewesen. Das war's. Putzlappen entfernen und somit hätten wir den Kraftstofffilter gewechselt. Hier ganz wichtig, wenn irgendwo was ausgelaufen ist, natürlich alles sauber putzen. Ansonsten habt ihr den Kraftstoffgeruch immer im Innenraum, weil das Ganze dann reinzieht. Das wäre nicht so toll. Und zwar gehen wir wie folgt vor. Wir gehen einmal auf die Auswahl. Die Steuergeräteauswahl und unter der Motorelektronik das erste Steuergerät, da gehen wir einmal rein, und unter der Grundeinstellung, da haben wir folgende Funktion. Wenn wir hier einmal auf den Reiter drauf gehen, das ist hier der dritte Punkt, die Prüfung der Kraftstoffpumpe für Vorförderung. Damit steuern wir die Kraftstoffpumpe an in dem Kraftstofftank und dementsprechend wird das Ganze bis nach vorne an die Pumpe gepumpt. Wenn ich da jetzt drauf gehe und das Ganze starte, hören wir auch, dass die Pumpe dementsprechend anfängt zu laufen. Der Kraftstofffilter wird wieder mit Kraftstoff befüllt. Die Hochdruckpumpe hat sofort Kraftstoffanliegen und das ganze System wird entlüftet. Das mache ich jetzt einmal, dann hört ihr das ganze Summen auch. Und das Ganze läuft jetzt so lange, wie ich das hier, sage ich mal, laufen lasse. Das Ganze empfehle ich immer dann für einige Sekunden laufen zu lassen. Je nachdem, wie viel Kraftstoff ausgelaufen ist, wie viel Kraftstoff, sag ich mal, rausgeholt worden ist aus dem Kraftstofffilter. Wenn das ganze System komplett gereinigt wird, weil da gerne mal Wasseranteil ist oder Dreck unten im Kraftstofffilter liegt, dann ja, macht man das System einmal komplett sauber. Man saugt es komplett ab mit einer Pumpe und dementsprechend reinigt man das. Und ja, dann muss auch einiges nachgelaufen oder nachlaufen. Und wenn das Ganze jetzt ausreichend ist, dann kann ich das hier einfach stoppen. Das Ganze kann ich nach Belieben auch dann wieder anwählen. Wenn ich der Meinung bin, okay, das Ganze hat noch nicht ausgereicht, dann kann ich das hier nochmal wieder starten. Ja, und das ist ganz wichtig, dass der Kolben von der Hochdruckpumpe keinen Schaden nimmt. Von daher immer durchführen. Jetzt stoppe ich das Ganze. Somit habe ich das ganze System entlüftet. Und wenn ich den Motor jetzt starte, springt das Fahrzeug auch direkt an, ohne dass es orgeln muss. Etc. Das war damals bei den Pumpe-Düsen-Motoren noch in Ordnung.
Jedoch hat sich die Hochdruckpumpe jetzt verändert. Da ist nur noch ein Kolben und dieser verdreht sich ganz schnell in der Hochdruckpumpe. Von daher jetzt immer schön entlüften und dann seid ihr auf der sicheren Seite. So, nach dem ganzen Entlüften starte ich den Wagen und ihr werdet auch sehen, dass er direkt anspringt, ohne zu orgeln etc. Und so sollte das auch immer sein. Also ganz wichtig, immer das ganze System einmal komplett entlüften und dann nimmt der im Kolben an der Hochdruckpumpe auch keinen Schaden.